Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, alle Experten und vor allem die Bürgerinnen und Bürger erkennen immer mehr, dass die Erhöhung des Radverkehrs sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich und ökologisch viele Vorteile versprechen. In Thüringen haben wir ein großes Potenzial. Die letzte große Studie zum Mobilitätsverhalten in Deutschland aus dem Jahr 2008 weist Thüringen als das Land allerdings mit den wenigsten Fahrrädern pro Einwohner aus. Während im Bundesdurchschnitt 3/4 der Haushalte ein funktionierendes Fahrrad haben, sind es in Thüringen nur knapp 65%. Politik und Verwaltung sind der Pflicht, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass sich das Fahrrad lohnt. In der Vergangenheit ist hier zu wenig geschehen. Besonders traurig ist die Bilanz im Bereich des Infrastrukturbereiches, im Bereich des Landesstraßenbaus. Dort hat sich in den letzten Jahren fast nichts bewegt. Die Mittel wurden weiter gekürzt. Zuletzt war nur noch 1 Million Euro im Haushalt vorgesehen. Seit 1993 wurden deshalb gerade einmal 166 Kilometer straßenbegleitender Radwege durch den Freistaat Thüringen gebaut. Das entspricht jährlich nur 8,3 Kilometern in ganz Thüringen. Und das ist sicherlich kein ambitionierter Wert. Dies wollen wir ändern. In den kommenden Jahren soll der Bau von Radwegen für den Alltag endlich wieder vorangebracht werden. Denn so schön es ist, am Wochenende eine Radtour durch das schöne Unstruttal zu machen, das Leben findet vor allem in der Woche statt. Und da wollen wir die Menschen von zu Hause auf die Arbeit, zum Einkaufen oder zur Musikschule unterstützen und stärker das Rad ermöglichen. Das muss auch mit dem Rad gehen. Deshalb wollen wir hierfür die Mittel deutlich erhöhen. Sie sollen mindestens 10% der Straßenbaumittel betragen. Das sind zurzeit mindestens 4 Millionen Euro pro Jahr beim Budget des Straßenbauhaushaltes. Um die knappen Mittel effizient einzusetzen, braucht es einen aktuellen und zielgerichteten Plan. Leider hat sich hier auch in den letzten Jahren nicht viel getan. Das Radverkehrskonzept des Freistaats Thüringen stammt noch aus dem Jahr 2008 und wurde seitdem nicht fortgeschrieben. Damals gab es noch kaum E-Bikes und klare Ziele wurden sowieso nicht festgelegt. Wir brauchen deshalb dringend eine Aktualisierung. Das neue Radverkehrskonzept soll auch endlich einen Landesradwegeplan beinhalten, der alle zentralen Orte berücksichtigt. Damit wollen wir uns am nationalen Radverkehrsplan 2020 orientieren, der auf Bundesebene in vielen Aspekten schon vorbildlich ist. Mittelfristig wollen wir den Radnutzungsanteil von jetzt 6% bis 2025 auf mindestens 12% im Alltagsradverkehr erhöhen. Beim touristischen Radverkehr sind wir glücklicherweise schon einen Schritt weiter. Da muss man ohne Neid sagen, dass in diesem Bereich auch von der alten Landesregierung viel getan wurde. Hier hat sich Thüringen als beliebte Destination etabliert. Jedoch müssen dringend Lücken geschlossen und eine leichte durchgängige Befahrbarkeit ohne Huckelpisten in Teilbereichen noch erreicht werden. Ein wichtiges Projekt, das noch umgesetzt werden muss, ist aus unserer Sicht der Iron Curtain Trail, der Radweg entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, der auf über 700 Kilometer ein großes Potenzial bietet und entlang der Thüringer Grenze verlaufen soll. Wir wollen zur Koordination und Kommunikation eine landesweite Radwegekonferenz durchführen. Auf dieser wollen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Kommunen ins Gespräch kommen, intensiv in den Dialog treten und Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Zusammen mit den Kommunen wollen wir dazu auch die Potenziale des Radverkehrs als Wirtschafts- und Tourismusfaktor weiter stärker herausarbeiten. Der Erfolg im Tourismus zeigt deutlich, eine Verbesserung des Radanteils gelingt am besten, wenn die Infrastruktur und gleichzeitig der Service verbessert werden. Dazu brauchen wir auch eine verlässliche Zusammenarbeit mit dem ÖPNV, denn es nützt nichts, wenn der Bus Räder nur nach dem Zufallsprinzip mitnimmt. Kundinnen und Kunden müssen sich darauf verlassen können. Wir wollen die Mitnahme von Rädern deshalb in den Nahverkehrszügen weiter sicherstellen, in den Bussen verlässlicher machen und uns dafür einsetzen, dass auch im Fernverkehr wieder Fahrräder mitgenommen werden können. Wie sonst soll der Berliner oder Hamburger Tourist ohne Auto zum Fahrradurlaub nach Thüringen kommen? Das neue Fernverkehrskonzept der Deutschen Bahn sendet hier zumindest mittelfristig positive Signale aus. Was in Thüringen aber noch fast vollständig fehlt, sind sichere Fahrradabstellanlagen.
In Zusammenarbeit mit den Kommunen wollen wir deshalb bessere Konzepte für den ruhenden Radverkehr entwickeln. Nicht jeder kann schließlich sein Rad mit ins Büro nehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Radverkehr ist ein preiswerter, gesunder und umweltfreundlicher Teil unserer Mobilität. Wir setzen uns deshalb mit einer Vielzahl von Maßnahmen dafür ein, das Fahrradfahren attraktiver zu machen. Dazu gehört auch ein gutes Miteinander mit allen anderen Verkehrsteilnehmern. Ich selbst fahre fast täglich mit den Rad in den Landtag. Fast täglich aber auch fühlen sich dort, wo keine reinen Radwege vorhanden sind, entweder die Autofahrer auf der Straße oder Fußgänger auf den Fußwegen durch Radfahrer gestört. Wir wollen deshalb neben mehr Raum für Fahrradfahrer verstärkt für ein gutes Miteinander aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werben und bitten die Landesregierung, mit einer Aufklärungskampagne positiv auf Rad- und Kfz-Fahrende auch einzuwirken. Sehr geehrte Damen und Herren, wir von Bündnis 90 Die Grünen haben uns bereits im Koalitionsvertrag für klare Aussagen zur planvollen und zielstrebigen Verbesserung des Radverkehrs in Thüringen eingesetzt. Unser gemeinsamer Antrag mit SPD und der Fraktion der Linken wird hier einen ersten Impuls setzen. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Kobelt, vielen Dank. Das Wort hat nun der Abgeordnete Malsch für die CDU-Fraktion.